Hallo und willkommen zu einem neuen Clankriegsvideo bei uns. Die letzten Clankriegsvideos, die kamen sehr gut an bei euch. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir noch einen Clankrieg starten und den da wieder die Wiederholung auf YouTube hochladen. Und ja, dann würde ich mal direkt beginnen und gebt natürlich ein Like, wenn euch auch diese Episode gefällt. Dieser Angriff ist von mir sogar. Ich habe halt den ersten Clankriegsangriff gemacht. Ich gehe die nach der Reihenfolge durch, damit ich nicht einen vergesse oder so. Natürlich muss ich erstmal die Klamburg locken. Die war aber, wie ihr hier seht, relativ einfach zu locken. Ich konnte das ja spähen. Und ja, natürlich muss ich den Drach jetzt down kriegen. Am besten macht man das. Ist eine gute Taktik, die Magier einzeln zu setzen, weil dann machen sie mehr Schaden, weil der Drache macht ja schließlich Flächenwirkung und deshalb ist es so einfacher. Deshalb brauchte ich jetzt kaum Magier einsetzen, um den Drache hier kaputt zu machen. Jetzt brauche ich natürlich noch ein paar Magier, um die Außengebäude wegzumachen, damit gleich die Päcker auch schön in die Mitte laufen. In der Klamburg habe ich nochmal Max Drache, wenn hier richtig aufgeräumt ist, um dann mit dem nochmal ein paar Prozente zu holen. Danke auf jeden Fall an Ninja, der mir den Drache gespendet hat. Ja, und wie ihr hier seht, die Päcker laufen schön in die Mitte, genauso wie ich das gewollt habe. Und deshalb konnte ich hier auch schön den Sprung setzen. Und jetzt sehen wir gleich, ob die Päcker zum Rathaus laufen oder nicht. Also erstmal zerstören sie die Luftabwehr, das ist auch ganz gut für den Heiler und den Drache aus der Klamburg. Und ich habe noch zwei Frost übrig. Die habe ich mir überlegt, spare ich aber auf, falls nicht alle Luftabwehren kaputt gehen, für den Drache. Und jetzt habe ich gesehen, es ist nötig, den Heiler zu setzen. Weil die Päcker sind jetzt schon zwei auf Rot. Und ja, hier kam ich leicht an die Luftabwehr heran. Auch Eilzauber bereit, Frost. Und ja, dann kriegt der Max-Drache natürlich auch die Luftabwehr down. Die Luftabwehr macht jetzt nicht so viel Schaden bei einem Max-Drache. Der ist halt schon sehr stark. Weil ich brauchte halt die Prozente für die zwei Sterne. Aber das ist ja auch klar. Aber leider geht der Max-Drache jetzt doch raus. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe auf die Päcker geachtet. Deshalb habe ich die Luftabwehr leider nicht nochmal gefrostet. Das war ein bisschen doof von mir. Und der Päcker ist fast kaputt, aber der Heiler hält ihn einfach immer noch. Ah, jetzt ist er leider kaputt. Der Heiler auch. Den Skelettzauber hätte ich meiner Meinung nach ruhig später setzen können, das war ein bisschen unnötig. Aber die kriegen sogar die Kanone kaputt. Mit Skelettzaubern kann man ja sogar Schaden an Ressourcengebäuden machen. So kann man ja aber leicht Ressourcen holen, wenn da nicht irgendein Minenwerfer oder Magierturm ist. Ja, okay. Das war sie dann. Ja, dann sehen wir uns gleich im nächsten Angriff. So, jetzt sind wir hier in einem neuen Angriff von Lager GZSZ. Also der kennt sich auf jeden Fall mit Clash of Clans aus. Das ist nur sein Low-Account. Weil er leider seinen hohen Account leider verloren hat. Der war zwar auch auf nur auf Rathaus 7, aber Rathaus 7 ist ja schon mal etwas. Aber immerhin kennt er sich jetzt gut aus und weiß, was er am besten setzen soll. Obwohl es nicht so schlau war, die Klangburg zu setzen. Eigentlich sollte er sich auskennen. Ja, natürlich setzt er jetzt den Weihnachtszauber. ich habe gerade Weihnachtszauber gesagt, glaube ich.
Das ist ja Geburtstagszauber. Also ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Habe ich gerade Weihnachtszauber gesagt? Das kann ich gleich nochmal in der Aufnahme checken, aber wenn ich Weihnachtszauber gesagt habe, dann meine ich natürlich Geburtstagszauber oder wie er von den Supercell-Mitarbeitern genannt wird, Birthday Boom. Ja, gut, er hat ziemlich viele Riesen. Und auch ein paar Ballons. Aber gut, jetzt lebt kein Verteidigungsgebäude mehr. Jetzt kann ihn höchstens die Zeit scheitern. Deshalb machen wir mal auf ein bisschen schneller. Ja, weil so ganz ohne Verteidigungsgebäude ist ja nicht mehr so spannend. Also jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe den Kampf noch nicht gesehen. Ich habe die ganzen darauf folgenden Kämpfe noch nicht gesehen. Ich bin jetzt gerade heute Morgen wieder online gekommen in Clash of Clans und habe gesehen, ja, es sind da einige neue Angriffe passiert. Denn als ich heute Abend angegriffen habe, ne, da ist kein Angriff mehr gekommen. Vielleicht zeigen wir. Aber wie gesagt, wir beginnen auch mal wieder mit den, wie im letzten Video, mit den unseren Angriffen. Im letzten Video haben wir es nicht geschafft, die gegnerischen Angriffe zu zeigen, aber vielleicht schaffen wir das hier in diesem Teil. So, dann auf. So, jetzt sind wir hier im nächsten Angriff. Diesmal vom Pilz der Pilze. Er hat sogar wieder die. Nein, er hat nicht die komplette Hexentaktik, also die Walküren weggelassen. Es kostet halt auch sehr viel Dunkles. Und dafür hat der Pekka genommen. Aber Pekka sind ja auch sehr stark. Mit denen greifen ja, wie ihr schon im letzten Video gesehen habt, also im letzten Clan-Krieg, ziemlich viele aus unserem Clan an. Ja, die Hexen sind schon nice. Er hat immer so viele Hexen dabei. Es kostet ihn doch so viel. Na gut, ja, dann ist er halt reich. Rich man. Oh, er hat schon fast zwei Hexen mit der Riesenbombe erwischt. Wir sind jetzt schon auf Rot. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Oh, der Babydrache kommt, glaube ich, aus der Clanburg. Ey, ich glaube, den habe ich sogar ihm gespendet. Ich dachte, glaube ich, er greift mit Luft an. Aber egal. So geht's auch. Oh, aber den Drache hat er nicht gelockt. Aber trotzdem hat er ihn jetzt kaputt. Und was auch ziemlich nice ist, die Truppen gehen aufs Rathaus. Und wie gesagt, auch diesen Angriff habe ich gesehen. Den sehe ich jetzt gerade auch das erste Mal. Also seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen wenig kommentiere. Ja, ich schaue mir den selbst ein bisschen an. Die Doppelkanone ist, glaube ich, sogar relativ stark im normalen Dorf. Die macht einige Schaden beim Barbarenkönig. Aber die wird jetzt auch gleich down sein. Ja. Oh, so ganz knapp den Barbarenkönig nicht gekriegt, die Doppelkanone. Naja, gut für uns und für ihn. Oh, es lebt kaum noch, aber nur noch der Bogenturm und die Magiertürme und der Babydrache ist noch auf grünem Leben. Aber leider geht er nicht auf den Bogenschützenturm. Aber egal, es leben noch so viele Truppen. Das stört uns jetzt auch nicht, wenn mein Babydrache weg ist. Ne? Hier hinten leben ja auch noch gute Truppen. Der Barbarenkönig wird auch mit dem nächsten Schuss von irgendeinem Verteidigungsgebäude kaputt sein oder einer Falle. Wahrscheinlich sogar durch so eine Bombe wird er kaputt sein. Also nicht kaputt, kaputt. Halt. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Egal, ich sag kaputt. Na gut, zwei Päcker leben noch. Wie viele Leben haben die denn noch so? Grün, rot. Okay. Der eine lebt. Der eine hat noch fast volle Leben. Also sieht. Sieht fast so aus wie drei Sterne. Wenn da nicht dieser Bogenturm und die Zeit wäre. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie viel Zeit er noch hat. Hier steht ja nur die Wiederholungszeit. Wäre cool, wenn der Wiederholung hier die Zeit stehen würde, wie viel er noch Zeit
gehabt hätte, ne? Das wäre doch eine gute Update-Idee, dass man hier oben auch sieht, wie viel Zeit er noch gehabt hätte. Würde mich manchmal schon interessieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Angriff. So, jetzt sind wir hier im nächsten Angriff. Only Valkyrie. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist wegen dem Drachen der Klammburg, aber gut, wir werden ja sehen, was passiert. Ja, jetzt kommt der Drache. Was will Fire und Fire jetzt machen? Ah, natürlich Gift. Ich glaube, das war auch nicht so eine schlaue Idee, weil die Magier jetzt von der Verteidigung erwischt werden. Ja, der Drache hat noch fast volle Leben. Warte mal kurz, ich muss mal kurz einen Cut machen. Ach, dieser Moment, wenn man mitten in der Aufnahme aufs Klo muss. Zum Glück gibt es Cuts. Womit man das rausschneiden oder wegmachen kann. Ja, es war, glaube ich, eine ganz schlaue Idee, die Walküre auf die andere Seite zu setzen. Leider hat Fire und Fire noch keinen Frostzauber. Drache zu frosten, das hätte auch ein bisschen was geholfen. Ja, der Drache macht halt schon viel Schaden. Ich verstehe auch nicht, wie man im Clankrieg mit Only Walküren angreifen kann. Vor allem schaut Fire und Fire sich nicht die Wiederholung von den anderen an, um zu schauen, was so in der Clanburg ist. Natürlich kann immer mal was anderes drin sein, aber wenn die meisten Drache haben, ist die Chance halt schon groß, dass der auch Drache hat. Leider sind die nicht aufs Rathaus gegangen. Das wäre 2 Sterne. Weil die Walküre so schnell sind, das wäre halt auch nice gewesen. Aber wenigstens ein Stern und ein paar Prozente. Vielleicht schaffen wir noch einen kurzen Angriff, also bis Goloi. Der Angriff hier von Emmy scheint mir sehr kurz zu sein. Ja, dann zeigen wir den einfach mal. Er hat es auch mit Walküren versucht. Ich glaube, in diesem Clankrieg versuchen es mehr Leute mit Walküren als mit Packern. Vielleicht brauchen die gerade alle kein dunkles Elixier, sondern eher normales Elixier. Dann ist es natürlich schlau, mit Walküren anzugreifen. So, ich glaube, er könnte den Drachen sogar ganz gut kaputt kriegen. Immerhin 13 Magier hat er jetzt noch. Die Magier aber so nah beieinander zu setzen, war nicht so schlau. Aber gut, er hat den Drachen down und das ist die Hauptsache. Da ist es egal, wie gut oder schlecht er die Magier setzt. Hauptsache, er hat den Drachen down. Boah, Rathaus hat er, würde ich mal sagen. Ey, die Walküren rasten ja richtig aus. Jetzt kann man verstehen, wieso dieser Angriff so kurz dauert. Sterne! Ey, bevor ich 2 Sterne sagen kann, hat der schon 2 Sterne, ey. Wie die Walküren abgehen. Na, vielleicht greifen auch alle mit Walküren an, weil die so gut sind. Aber man sollte genug Magier mitnehmen, um den Drache kaputt zu machen. Ja, easy 100%, würde ich mal sagen. Ey, er hätte nicht mal alle Walküren gebraucht. Das war jetzt wirklich mal noch ein schneller Angriff für das Ende des Videos. Ja, 100%. Ja, und das würde ich sagen, war's dann mit dem ersten Kleinkriegsvideo. Wahrscheinlich wird es wieder 2 oder 3 Kleinkriegsvideos geben. Also dann, ja, schaltet wieder rein beim nächsten Kleinkriegsvideo. Ciao.